Recht und Ökonomie. Wir befassen uns auch heute noch mit dem Thema Gesellschaften in Miteigentümerschaft. Wenn Sie am Wochenende einmal in den eCampus-Bereich geguckt haben, werden Sie da festgestellt haben, dass ich die Gliederung etwas gekürzt habe und die entsprechend der Vorlesung angepasst habe, damit Sie genau sehen, wann wir was behandelt haben. Ich habe außerdem noch die vertiefenden Aufsätze für Sie bereitgestellt, sodass Sie sich jetzt perfekt vorbereiten können und wie angekündigt ein Skript zu Grundbegriffen der Rechtsökonomie. Ich habe Ihnen heute mal zur Veranschaulichung dessen, was ich in der vergangenen Stunde mitgebracht habe, dieses tolle Poster mitgebracht. Dieses Poster lag letzte Woche in meiner Post. Das soll Ihnen zeigen, sehen Sie das, die mafiösen Verstrickungen in der deutschen Wirtschaft. Da sehen Sie sozusagen, welches Unternehmen mit welchem Unternehmen wie verknüpft ist durch die Besetzung der Organmitglieder. Das heißt, das, was ich Ihnen letzte Woche erzählt habe mit Interessenkonflikten, ist nicht bloße Theorie, sondern das kann man durchaus auch grafisch aufzeichnen. Die sind alle untereinander vernetzt und zwar nicht nur so vernetzt, dass sie zum Mittagessen gehen, sondern auch, dass sie in gemeinsamen Gremien sitzen. Sie können das auch gerne mal rumgeben und notfalls auch behalten. So spannend finde ich es nicht, aber das ist recht anschaulich. So, wir waren beim Thema Mitbestimmung. Die Mitbestimmung ist nach der aktuellen Gliederung unser vorletztes Thema. Wir werden nach der Mitbestimmung nochmal über die Rolle der Gesellschafter, Mitglieder oder Aktionäre sprechen. Und ganz zum Abschluss noch über Veränderungen. Veränderungen in der Kapitalstruktur, Veränderungen in der Organisationsstruktur. So, schauen wir, wie weit wir gekommen sind. Wir waren in der vergangenen Woche bei der Frage mit adverser Selektion angekommen. Was verstehen wir unter adverser Selektion? Nun, das bedeutet, dass die Schlechten ausgewählt werden. Und es ging um die Problematik, dass die Mitbestimmung Arbeitnehmer anlockt, die Sicherheit besonders brauchen, weil der Markt sich nicht um sie reißt. Das heißt, die eher qualitativ Schlechten. Warum ist das so, fragen Sie sich? Wenn Sie ein hochqualifizierter, topgesuchter Anwalt sind, dann kann es Ihnen relativ egal sein, ob die Kanzlei, wo Sie arbeitet, sich um Sie bemüht oder nicht. Wenn Sie unzufrieden sind, gehen Sie einfach zur Konkurrenz. Der Top-Qualifizierte kann seinen Job wechseln. Der durchschnittlich Qualifizierte oder schlecht Qualifizierte ist dagegen darauf angewiesen, dass der Arbeitgeber ihn hält und ihn auch weiter versorgt, ihm auch eine Pension zahlt oder ihm möglicherweise eine Geldvorzahlung im Krankheitsfall und Ähnliches leistet. Das heißt, die Arbeitnehmer, die besonders gefährdet sind, sind gleichzeitig auch die Arbeitnehmer, die nicht besonders spannend sind, für die man sich nicht ins Zeug legen will. Sie legen sich ins Zeug für die Top-Leute, die brauchen aber sozusagen keine Mitbestimmung. Daraus wird gefolgert, wenn ein Unternehmen freiwillig Mitbestimmung anbietet, lockt es Arbeitnehmer an, die mehr auf Sicherheit aus sind als auf Qualität. Für die Top-Leute ist das kein Qualitätsmerkmal und damit uninteressant. Das führt zu dem Problem, wenn der Arbeitnehmer Sicherheit will und der Arbeitgeber Anreize schaffen will, ist die Begründung von Mitbestimmungsrechten wertlos. Er lockt damit keine Top-Leute an, sondern nur das Mittelmaß. Und umgekehrt, das Mittelmaß wird zu dem gehen, der ihnen am meisten Rechte bietet. Das heißt, wir haben genau das, was wir nicht haben wollen. Und man lockt mit Mitbestimmung schlechte Menschen an. Wenn aber ein schlechter Arbeitnehmer nicht mehr leistet, wenn man ihm Sicherheit bietet, habe ich damit schlicht Geld verschwendet. Ich habe meinen Aufsichtsrat mit mehr Leuten angefüttert, sitze mit mehr Leuten da, muss länger beraten und komme trotzdem zu keinen besseren Ergebnissen. Die Mitbestimmung verursacht also mehr Kosten als Nutzen, es lockt keine Top-Leute an und damit kann ich es auch gleich sein lassen. Wenn dagegen der Durchschnittsarbeitnehmer mehr arbeiten kann, wenn er begeistert ist von seinem Job, dann ist die Mitbestimmung natürlich eine tolle Sache, also werden Sie dann Mitbestimmung anbieten. Da wir sagen,
Die Mitte liegt irgendwo zwischen den Leuten, die sich nicht verbessern können, weil sie unfähig sind, und den Leuten, die sich nicht verbessern wollen, weil sie keinen Grund für ein Engagement sehen. Dann muss man sagen, ist die Mitbestimmung in der Gesamtheit sinnvoll, weil sie manche Leute, also die, die an der unteren Grenze des Mittelmaßes sind, dazu motiviert, mehr zu geben als nötig. Da sie aber die Schlechten anlocken, ist es für den Einzelnen, der allein Mitbestimmung anbietet, unattraktiv. Mitbestimmung funktioniert also nur, wenn alle Mitbestimmung anbieten. Ja? Nachvollziehbar? Wenn alle Mitbestimmung anbieten, hat jeder ein paar gute Arbeitnehmer, ein paar schlechte Arbeitnehmer, und die schlechteren Arbeitnehmer strengen sich mehr an, sodass es sich für die Gesamtwirtschaft lohnt, wenn alle Mitbestimmung anbieten. Wenn nur einer Mitbestimmung anbietet, hat der nur schlechte Arbeitnehmer, weil die Guten haben kein Interesse darin zu gehen, und damit ist das unattraktiv. Ja? Heißt das nicht, dass wenn Sie alle Mitbestimmung anbieten, ist das genau derselbe Zustand, dass Sie dann gar keine Mitbestimmung anbieten? Nein. Ich illustriere Ihnen das. Vielleicht stellen Sie sich das so vor. Sie haben einen Arbeitnehmer und der hat eine Fähigkeit von bis zu 60% dessen, was optimal wäre, könnte er leisten. Jetzt weiß er, ich bin eh so gut wie gefeuert, weil ich habe keine Mitsprache, ich habe keine Ahnung, wie es um das Unternehmen steht. Wird er die kompletten 60% Einsatz zeigen, die er zeigen könnte? Nein, wird er nicht, weil er sagt, ich schmeiß mich ja eh raus. Wenn er jetzt ein Mitspracherecht hat, wird er sein Bestes geben, das heißt, er wird die vollen 60% bringen. Ja? Oder vielleicht auch 59 oder 58 oder 55. Aber er wird mehr Leistung bringen, als wenn er weiß, ich habe nichts zu sagen. Weil dieses Mitspracherecht motiviert ihn, mehr zu leisten. Wie sieht es aus bei den Top-Leuten? Werden die Top-Leute mehr leisten, wenn sie Mitspracherecht haben? Nein, werden sie nicht, weil für die ist der Markt genauso, die können wechseln. Wenn sie ein Unternehmen haben, was nur mit Top-Leuten besetzt ist, ist für sie die Mitbestimmung also völlig uninteressant. Sie brauchen keine Mitbestimmung, sie können Leute schlicht mit Geld locken. Sie sagen, du kriegst im Monat 1000 Euro mehr und dafür hältst du die Klappe. Ja? Bei den schlechten Leuten müssen sie Mitbestimmung anbieten, denn sonst geben die weniger, als sie könnten. Nun ist es so, der Markt besteht nicht nur aus guten Arbeitnehmern, sondern sie haben immer auch ein paar schlechte. Das heißt, sie haben x% schlechte, x% gute. Je nachdem, wie Unternehmen strukturiert ist, mal mehr gute, mal mehr schlechte. Sie wollen aber, dass jeder sein Bestes gibt, und die Schlechten kriegen sie nur dazu, dass sie ihr Bestes geben, wenn sie Mitbestimmung anbieten. Wenn sie also insgesamt auf dem Markt Mitbestimmung für alle Unternehmen verpflichtend anordnen, wird jeder schwächere Arbeitnehmer mehr leisten und damit die Gesamtwirtschaft auch mehr produzieren. Denn wenn keiner Mitbestimmung angeht, werden diese anderen Leute immer unter ihrem Limit bleiben. Die werden nicht 60% leisten, sondern die werden 30% leisten. Ja? Deshalb, keine Mitbestimmung ist schlecht, weil die schwachen Arbeitnehmer weniger machen. Mitbestimmung ist gut, weil die schwachen Arbeitnehmer mehr machen. Wenn nur einer Mitbestimmung macht, das ist für ihn sehr schlecht. Denn er kriegt nur die Schwachen ab. Denn nur die Schwachen fühlen sich dadurch angelockt. Das heißt, wir müssen Mitbestimmung für alle verpflichtend machen, damit es funktioniert. Dieses Modell klingt ganz plausibel. Es hat nur ein großes Problem. Was es nicht erklären kann, ist, was gibt es für einen Anlass, gegen die Mitbestimmung als System vorzugehen. Dass Sie als Einzelner aussteigen wollen, ist klar, weil Sie sparen sich die Kosten und locken dann die Hochqualifizierten an, weil Sie haben Geld zur Verfügung, was die anderen nicht haben. Das Geld, was die anderen in Mitbestimmung stecken, können Sie in Barzuschläge aufs Gehalt investieren. Sie können also die Top-Leute anlocken, indem Sie sagen, du kriegst mehr Geld, und die Schlechten wollen Sie ja eh nicht haben. Das heißt, wenn Sie als Einziger keine Mitbestimmung anbieten, haben Sie einen Vorteil. Das heißt, zu klagen, dass für Ihr konkretes Unternehmen keine Mitbestimmung da ist, ist völlig rational. Sie wollen die Schwachen rauskegeln und wollen mehr Geld haben. Die Schwachen gehen zu dem, der Mitbestimmung hat, und Sie kriegen nur Top-Leute, weil Sie denen mehr Geld auszahlen können. Win-win-Situation. Es erklärt aber nicht, dass irgendjemand gegen die Mitbestimmung als solche vorgeht. Und dieses Phänomen haben wir dummerweise. Es erklärt nicht, warum Leute Verfassungsbeschwerden gegen das Mitbestimmungsgesetz als solches einreichen. Denn wenn die Mitbestimmung für die Gesamtheit der Unternehmen immer vorteilhaft ist und es nur sinnvoll ist, als Einziger auszuscheren, dann gibt es keinen Anlass, die Mitbestimmung als solche anzugreifen. Das heißt, entweder sind unsere Unternehmen einfach alle blöd und unvernünftig, die sagen, die Mitbestimmung muss weg, oder es muss einen anderen Grund geben,
warum die Mitbestimmung Probleme verursacht. Man kann das Ganze auch als eine sogenannte Entscheidungsmatrix aufmalen. Ich habe es mal hier ganz einfach illustriert. Unterstellen wir, es gibt einen Markt, wo nur zwei Unternehmen tätig sind, nämlich Unternehmen A und Unternehmen B. Unterstellen wir weiterhin, dass die Produktionskosten gleich sind und die Nachfrage gleich ist. Das ist ein ganz einfaches Modell, trivial. Und jetzt gucken wir uns an, was würde passieren mit den Gewinnen des Unternehmens, wenn man Mitbestimmung einführt. Wir fangen unten rechts an. Wir leben in den USA. Es gibt keine gesetzliche Mitbestimmung. Jedes Unternehmen kann entscheiden, ob es Mitbestimmung einführt oder nicht. Solange keines der beiden Unternehmen Mitbestimmung einführt, hat jedes Unternehmen einen Gewinn von 300. Die schwachen Arbeitnehmer leisten weniger, als sie könnten. Die starken leisten so viel, wie sie können. Jetzt führt Unternehmen A Mitbestimmung führt Unternehmen B Mitbestimmung ein und Unternehmen A führt Mitbestimmung ein, Unternehmen B hat keine Mitbestimmung. Was hat das zur Folge? Der eine hat höhere Kosten und der andere hat niedrigere. Deshalb 600, 200. Dasselbe haben wir spiegelbildlich, wenn der andere die Mitbestimmung einführt, der andere nicht. Wenn beide Mitbestimmung einführen, ist das für beide optimal. Dann kommt hier 500, 500, das heißt, in der Summe sind wir bei 1000. Das heißt, die Gesamtwirtschaft hat einen Gewinn von 1000, das ist für alle Beteiligten das optimale Ergebnis. Das Problem ist nur, das Risiko ist immer, dass der andere sich einen Vorteil verschafft. Nämlich, dass er sagt, ich mache keine Mitbestimmung, während du Mitbestimmung machst. Also wird jedes Unternehmen keine Mitbestimmung einführen, wenn es frei entscheiden kann. Denn dann ist es bei der 600-200-Konzeption, das heißt, es hat 100 mehr und der andere hat 400 weniger. Das heißt, das Unternehmen wird immer im rationalen Verhalten hingehen und sich gegen die Mitbestimmung entscheiden, obwohl das gesamtwirtschaftlich beste Ergebnis wäre, sich für die Mitbestimmung zu entscheiden. So. Dann gucken wir uns noch ein weiteres Argument für die Mitbestimmung an. Ja? Ja, Moment. Kann sein, dass ich das jetzt exakt genau verwechsel und deshalb verwirrt bin. Wenn A doch Mitbestimmung einführt und B nicht, dann stand aber bei A oben gerade 600 und bei B 200. Wo ist denn diese Folie? Wo ist denn diese Folie? Warten Sie, ich gucke, das ist diese Folie, nein, die, nein, die. Also A führt die Mitbestimmung ein. A führt die Mitbestimmung ein. In dem Moment, wo A die Mitbestimmung einführt, hat das zur Folge, er hat weniger Geld in der Kasse, kann durch seinen Top-Leuten weniger Geld auszahlen. Ja? Gerade war es andersrum. Ja, dann war es die falsche Folie. Tut mir leid. Also, die Aussage ist folgendes. Wenn A die Mitbestimmung einführt, B aber nicht, dann sind wir in der linken Spalte, unten links. Dann bedeutet das, dass A erstmal natürlich die Kosten hat, einen Aufsichtsrat zu haben, wo mehr Leute drin sitzen, dass er dadurch weniger Geld zur Verfügung hat, weil er langsamer entscheiden kann. Und dass er dadurch auch weniger Geld auszahlen kann an seine Top-Arbeitnehmer, aber das Geld, was er für den Aufsichtsrat investiert, hat er nicht zum Gehalt zahlen zur Verfügung. Gleichzeitig aus Sicht der Arbeitnehmer ist das die sicherere Stelle, weil sie haben ein Mitspracherecht, können also verhindern, dass sie rausgeschmissen werden, können die Insolvenz abwenden, können verhindern, dass die Aktionäre sich zu sehr bereichern. Das heißt, die Arbeitnehmer werden dahin drängen und sagen, das ist eine tolle Sache. Aber dummerweise nicht die Top-Leute, weil die sagen, wir können eh beliebig wechseln, nehmen also unser Gehalt und bleiben bei dem, der mehr zahlt. Dadurch kommen wir zu dem Ergebnis, A hat nur noch Einnahmen von 200, während die Top-Leute rennen alle zu B, das heißt, er hat mehr qualifiziertes Personal, kann also mehr vom Markt bedienen, hat also 600 Gewinn. Also ist es für A völlig unvernünftig, sich für die Mitbestimmung zu entscheiden.
Dasselbe ist auch für B. Wenn sich beide für die Mitbestimmung entscheiden, verteilen sich die Top-Arbeitnehmer gleichmäßig unter beiden. Gleichzeitig aber sind die schwächeren Arbeitnehmer, die sie hier nach unten gezogen haben, bereit, mehr zu leisten, sodass beide mehr Gewinn machen. Deshalb hier oben 500, 500. Und das heißt, das wäre das effiziente Ergebnis. Das wäre das, wo man hinstreben müsste. Die Frage ist nur, wird der Markt zu diesem Ergebnis kommen? Nein, weil es für keinen der beiden einen Anreiz gibt, von seinem Verhalten abzuweichen und Mitbestimmung einzuführen. Keiner der beiden hat einen Vorteil davon, Mitbestimmung einzuführen. Nur dann, wenn sie sich koordinieren würden und übereinstimmend Mitbestimmung einführen würden, hätten sie einen Vorteil. Sie werden sich aber nicht koordinieren. Erstens, weil das kartellrechtlich Probleme verursachen mag, sich abzusprechen. Und zweitens, weil sie immer darauf hoffen können, den anderen in die Pfanne zu hauen. Sie können immer sagen, ja, ich mache Mitbestimmung. Und dann versprechen dem anderen das. Wenn der andere das dann macht, dann sagen sie, ja, doch nicht. Ich habe es mir anders überlegt. Das heißt, das Risiko, dass man von dem anderen in die Pfanne gehauen wird, ist höher. Und das nennt man schlicht ein Gefangenendilemma. Man ist sozusagen gefangen in der Situation, egal wie man sich entscheidet, man hat Pech gehabt. Einverstanden? Aber wie gesagt, dieses Erklärungsmodell erklärt nicht, warum irgendjemand gegen die Mitbestimmung insgesamt vorgehen sollte. Das wäre nur ein Argument, was sagt, ich will raus aus der Mitbestimmung, damit ich auf die 600 komme und alle anderen unten rumkreuzen. Es erklärt aber nicht, warum jemand die Mitbestimmung als System angreift. Dann gibt es noch diese etwas hinterhältigere Argumentation für die Mitbestimmung. Die ist auch ganz interessant. Man sagt, ein Arbeitnehmer ist willens, wenn er weiß, dass es seinem Arbeitgeber schlecht geht, Zugeständnisse zu machen. Und zwar im Sinne von, dass er Überstunden macht, dass er möglicherweise weniger Gehalt entgegennimmt, dass er bereit ist, sich aufzuopfern. Der Arbeitgeber hat dadurch aber einen Anreiz, die Arbeitnehmer zu belügen und zu sagen, es geht uns ganz schlecht, ich kann euch leider kein höheres Gehalt zahlen und ihr müsst alle mehr arbeiten, weil uns geht es so schlecht. Das heißt, der Arbeitgeber hat das Wissen und der Arbeitnehmer lässt sich in die Pfanne hauen. Der Arbeitnehmer ist aber auch nicht ganz blöd, wenn man ihn oft genug belogen hat und gesagt hat, es geht ganz schlecht und der Chef kommt jeden Tag mit seinem dicken Rolls-Royce vorgefahren, mit Chauffeur, dann hat er auch irgendwann das Gefühl, da stimmt doch was nicht. Das heißt, der Arbeitnehmer wird den Aussagen des Arbeitgebers irgendwann nicht mehr glauben. Das heißt, er wird nicht mehr bereit sein, Überstunden zu machen und nicht mehr bereit sein, auf Gehalt zu verzichten. Also hat der Arbeitgeber in der echten Krise, wenn es wirklich soweit ist, keine Chance, den Arbeitnehmer davon zu überzeugen, dass er jetzt mal zurückstecken soll, weil der glaubt ihm ja eh nichts. Und die Mitbestimmung ist eine Lösung insoweit, als man durch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten kann und sagen kann, eure eigenen Leute haben sich das angeguckt und haben gesagt, es ist wirklich eine Krise da. Ich glaube also dem Gesellschaft oder der Gesellschaft eher, weil ich meine eigenen Leute habe, die mitentscheiden dürfen und mit überwachen dürfen. Das ist so eine Art Qualitätssiegel. Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat als Bestätigungsorgan. Damit Sie das etwas trivialer haben, stellen Sie sich vor, es gibt auf der Welt nur zwei Gruppen von Menschen. Es gibt Menschen, die alles glauben, was man denen sagt. Ja, also sie gehen hin und sagen denen, der Kölner Dom ist jetzt verkauft, der steht jetzt ja demnächst in Tokio. Die glauben ihnen das. Die glauben alles. Und es gibt Skeptiker. Und die Skeptiker sind genau das Gegenteil. Sie können denen sagen, heute ist es kalt, dann sagen die, das glaube ich nicht. Es könnte ja kälter sein, es ist eigentlich warm. Die sagen immer, glaube ich nicht, egal was man ihnen sagt. Und jetzt geht man hin und sagt, was sind denn die Folgen? Wenn der Arbeitnehmer naiv ist und alles glaubt und der Arbeitnehmer nimmt zutreffend sogar an, dass der Arbeitgeber recht hat, dann brauchen wir keine Mitbestimmung, das heißt, alle Kosten für Aufsichtsrat und Ähnliches sind überflüssig. Gleichzeitig wird dieser Arbeitnehmer auch immer bereit sein, Zugeständnisse zu machen. Und diese Zugeständnisse führen letztendlich zu einer Begünstigung des Arbeitgebers. Das heißt, der Arbeitgeber muss nur lang genug jammern und der Arbeitnehmer wird Zugeständnisse machen.
Wenn jetzt der Arbeitnehmer naiv ist, der Arbeitgeber das aber nicht erkennt und vermutet, der glaubt mir nicht, also brauche ich eine Mitbestimmung, dann wird der Arbeitgeber eine Mitbestimmung einführen. Das heißt, er wird irgendwie einen Vertreter der Arbeitnehmer in sein Gremium reinholen und wird denen Informationen liefern. Diese Mitbestimmung kostet ihn aber richtig viel Geld. Denn er kann langsamer entscheiden als die Konkurrenz und er hat immerhin noch mehr Leute im Aufsichtsrat, muss mehr Sitze bezahlen, mehr Essen bezahlen, alles Mögliche. Das heißt, es kostet ihn was. Er kriegt aber, wenn eine wirkliche Krise vorliegt, Zugeständnisse. Wenn keine Krise vorliegt, kriegt er keine Zugeständnisse. Das, was er da oben gehabt hätte. Sein Profit ist also minimiert, denn er kann die Arbeitnehmer nicht mehr ausbeuten und sich auf deren Kosten bereichern. Ja? Einverstanden? Nicht ganz? Nochmal. Wenn Sie davon ausgehen, Ihre Arbeitnehmer sind naiv und die sind wirklich naiv, dann können Sie denen die Pfanne hauen ohne Ende. Sie sparen sich die Kosten für die Mitbestimmung, die brauchen Sie ja nicht, die glauben Ihnen ja eh alles. Und Sie können auch außerhalb der Krise die Arbeitnehmer ausbeuten. Win-win-Situation für den Arbeitgeber. Wenn Sie davon ausgehen, die Arbeitnehmer glauben Ihnen nichts, die glauben Ihnen aber eigentlich alles, ist das für Sie ziemlich blöde, Sie haben die Kosten der Mitbestimmung und gleichzeitig können Sie die Arbeitnehmer nicht ausbeuten. Das heißt, es ist eine Lose-Lose-Situation. Die Fehlprognose ist für Sie also ziemlich teuer. Wie sieht es in der spiegelbildlichen Situation aus? Die Arbeitnehmer glauben Ihnen nichts. Sie denken aber, die sind alle gutgläubig, die glauben alles. Was passiert dann? Nun, Sie haben keine Mitbestimmung eingeführt. Warum nicht? Weil Sie gesagt haben, die glauben mir ja eh alles. Die Arbeitnehmer werden aber keine Zugeständnisse machen, weil immer wenn sie denen sagen, das geht uns schlecht, sagen die, klar, du jammerst nur und fährst mit deinem goldenen Porsche vor. Das kann nicht sein. Das heißt, die Arbeitnehmer glauben das nicht und selbst wenn es eine echte Krise gibt, fallen sie halt Insolvenz, die Arbeitnehmer haben keinen Job mehr und sie haben keinen Porsche mehr. Und last but not least, Sie haben auch keine Möglichkeit, den Profit einzufahren, weil die Arbeitnehmer ja nicht zu Zugeständnissen bereit sind. Das heißt, den Gewinn, den wir eben hatten, der Ausbeutungsgewinn, den kriegen Sie auch nicht. Das heißt, die Fehlprognose hier, wenn Sie skeptische Arbeitnehmer haben, die aber als naiv einstufen, ist relativ fatal. Erstens in der Krise sind hinterher beide die Verlierer und während des bestehenden Unternehmens können Sie die nicht ausbeuten. Das heißt, sie stehen genauso schlecht da, wie bei Mitbestimmung, wenn nicht gar schlechter. Und dann bleibt noch die letzte denkbare Möglichkeit. Ihre Arbeitnehmer sind skeptisch und Sie haben das gesehen. Dann machen Sie Mitbestimmung. Dann gibt es Zugeständnisse, aber nur dann, wenn wirklich eine Krise vorliegt. Und Sie haben wiederum keinen Ausbeutergewinn, aber in der Krise überleben Sie. Wenn wir das jetzt uns zusammenfassen, stellen wir fest, in dem ersten Punkt und zweiten Punkt, solange die Arbeitnehmer naiv sind, kommen sie immer durch die Krise durch, weil die glauben ihnen eh alles. Der naive Arbeitnehmer, da haben sie die Krise immer überlebt. Der skeptische Arbeitnehmer wird das Unternehmen in der Krise in Insolvenz führen, weil er glaubt ihnen nicht, dass eine Krise vorliegt, wenn kein Aufsichtsrat da ist. Das bedeutet, wenn sie vernünftig entscheiden, und davon ausgehende Krise ist nicht völlig fernliegend. Ist es für Sie rational, einen Aufsichtsrat einzuführen? Denn wenn Sie den Aufsichtsrat einführen, vermeiden Sie diese Möglichkeit, dass das Ganze in die Insolvenz fährt. Sie haben die Möglichkeit, das zu retten. Das Einzige, was Sie dabei verlieren, ist die Chance hier oben, dass Ihre Arbeitnehmer dümmer sind als vermutet und Sie die Chance hätten, die auszubeuten. Das heißt, die Entscheidung können wir ganz trivial machen. Wenn Sie hoffen, dass Ihre Arbeitnehmer dumm sind, können Sie sie ausbeuten ohne Mitbestimmung. Wenn Sie Ihre Arbeitnehmer für intelligent halten, dann müssen Sie eigentlich eine Mitbestimmung einführen, weil sonst in der Krise das Unternehmen nicht mehr zu retten ist und sowohl Ihr Geld weg ist, als auch die Arbeitsplätze der Arbeitnehmer. Klar die Logik? Halten Sie die Arbeitnehmer für schlau? Sorgen Sie dafür, dass Sie Mitbestimmung haben. Halten Sie die Arbeitnehmer für dumm, machen Sie keine Mitbestimmung und hoffen Sie, ausbeuten zu können. Wenn Sie falsch liegen mit Ihrer Einschätzung,
haben sie hinterher die Insolvenz und haben keine Chance, irgendwas zu retten. Denn ein Arbeitnehmer, der nicht so dumm ist, wie man denkt, wird sich nicht auf Zugeständnisse einlassen, solange er nicht eine Garantie hat, dass es wirklich eine Krise ist. Und die hat er eben nicht ohne Mitbestimmung. Ja, jetzt haben wir uns hier die verschiedenen Begründungsansätze, warum man Mitbestimmung hat und warum man Mitbestimmung zwangsweise einführen muss, angesehen. Jetzt, was meinen Sie, warum, wenn Mitbestimmung so viele gute Argumente für sich hat, ist das deutsche Modell der Mitbestimmung im Aufsichtsrat weltweit einzigartig geblieben? Nachdem wir hier zahlreiche überzeugende Begründungsansätze für die Mitbestimmung gesehen haben. Mehr oder minder überzeugend vielleicht. Ja? Ja, nun ist es ja so, der Gesetzgeber hat es ja in Deutschland zwangsweise angeführt und wenn die deutschen Unternehmen dadurch einen Vorteil hätten auf dem Weltmarkt, dann wäre es ja rational, dass die Amerikaner oder Ähnliche es einfach nachmachen und sagen, das hat da gut geklappt, dann ordnen wir das auch zwangsweise an. Es hat aber irgendwie jetzt nicht den großen Nachahmertrieb verursacht, dass die Deutschen eine gesetzliche Mitbestimmung in allen Aktiengesellschaften eingeführt haben. Ganz im Gegenteil. Wir sind selbst in der EU auf einem relativen Außenseiterposten, was die Mitbestimmung in den Unternehmensorganen betrifft. Nicht unbedingt Betriebsrat. Betriebsrat, da kann man sich noch drauf einigen, aber diese Mitbestimmung in der Verwaltung ist relativ einzigartig. Die Amerikaner sind ja die Weltmacht schlechthin, was in der Wirtschaft. Und die kennen ja unser Modell, die kennen das zwar schon, die werden ja auch ihre Experten haben. Der Großteil der amerikanischen Firmen wird in so einem Modell gegenüber skeptisch dastehen. Das heißt, von denen fließt viel Geld und wenn die dann auch um bei uns zu investieren, wäre das für den deutschen Markt sehr schlecht. Mhm. Ich kann mir also diesbezüglich vorstellen, dass sie sagen, ja gut, wenn das deutsche Modell deswegen nicht so gut läuft, weil die Amerikaner sagen, dann investieren wir nicht mehr in Deutschland. Und dann investieren die nicht? Also ich meine, der Effekt, der ist zwar positiv, aber der ist nicht besonders groß. Mhm. Das ist für die Amerikaner jetzt auch kein riesiger Nachteil, dass sie diese Vorteile nicht haben. Es macht schlichtweg keinen so großen Unterschied. Und dann werden die Menschen das oft tun, auf dem Standpunkt stehen, wir machen es so, wie wir es immer schon gemacht haben, weil damit haben wir Erfahrung, deswegen stellen wir das jetzt nicht um. Mhm. Ja, das sind beides relativ gute Argumente. Fangen wir mit dem letzten an. Die Leute haben einen gewissen Beharrlichkeitsgrad. Nach dem Motto, wenn man eine Sache hat, die funktioniert, ändert man sie nur dann, wenn man wirklich überzeugende Riesengewinne erwirtschaftet. Und diese Riesengewinne konnten wir empirisch nicht nachweisen. Alle Studien, die man sich anguckt, sagen, es gibt keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen dem Unternehmensgewinn und der Mitbestimmung. Sie erinnern sich, das haben wir letzte Woche uns angesehen, haben uns da verschiedene Studien angesehen. Im Wesentlichen die Börse, der ist es völlig egal. Das heißt, die Investoren an der Börse sagen, Mitbestimmung ja oder nein. Die einzigen Ausreißerstudien sind hier, wo behauptet wird, bis zu oder über 20% Kursunterschied zwischen einem Unternehmen mit Mitbestimmung und einem Unternehmen ohne Mitbestimmung. Das Blöde ist nur, auch das ist eine Frage des Modells, was man anlegt, um die Sachen hochzurechnen. Denn Sie können ja nicht sagen, wir führen die Mitbestimmung heute ein und schaffen sie morgen wieder ab, um einen Vergleich zu haben. Dasselbe Unternehmen wird nie in vergleichbarer Form bestehen. Das heißt, der Unterschied ist minimal. Die Frage ist, schreckt die Mitbestimmung ausländische Investoren ab? Gucken wir uns das in Deutschland an. Haben wir Investoren aus den USA, die in deutsche Unternehmen investiert haben? Und die Antwort lautet, statistisch gesehen, ja, sogar sehr viele. Wir haben sogar deutsche Unternehmen, die komplett gekauft worden sind von amerikanischen Unternehmen, die dann Tochteruntergesellschaft geworden sind. Das heißt, diese Angst hat der Markt offenbar nicht,
Entweder weil der Markt zu dumm ist, um das zu merken, nach dem Motto, ach, da gibt es eine Mitbestimmung, wussten wir gar nichts von. Das ist die eine Erklärung. Oder schlicht, weil es dem Markt völlig egal ist, weil er sagt, ich erwerbe die Aktien ja ohnehin nicht, um das Unternehmen zu leiten, sondern ich erwerbe nur, um von deren Ideen zu profitieren, das heißt von dem Produktmarkt. Und der ist wiederum weitgehend unabhängig von Mitbestimmung oder Nichtmitbestimmung. Das heißt, auch da hat man nachweisbar keine Erkenntnisse. Aber es ist schon bemerkenswert, dass wir Deutschen sagen, das funktioniert und es zumindest auch theoretische Begründungen geben könnte, warum es funktionieren kann, aber andere Staaten sich dem völlig verweigern. So, dann sind wir auch schon am Ende dieses Themas und kommen zu Thema 9, Investoren, Aktionäre, Mitglieder und Gesellschafter. Worum geht es da? Nun, ich habe das Ganze in 6 Unterfragen aufgegliedert. Zunächst mal ganz allgemein, was sind Aktionäre, Gesellschafter und Mitglieder? Dann zweitens, welche Rechte und Pflichten haben die? Welche Rolle spielt die Gleichbehandlung der Beteiligten? Warum sollten die Aktionäre überhaupt ihre Rechte wahrnehmen? Also gerade in der Aktiengesellschaft, wo es viele Beteiligte gibt. Dann ein Schwenker auf die Minderheitsrechte. Wie werden die Leute geschützt, die eben nicht die Mehrheit der Aktien halten? Und last but not least, die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen, also Aktionärsklagen. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Man unterscheidet vom Grundgedanken her Mitglieder oder Gesellschafter, wo man unterstellt, dass die ein Interesse an der Mitentscheidung haben, von bloßen Anlegern oder Investoren, denen es nur darum geht, ihren monetären Gewinn zu maximieren. Die Idee ist, ob sie jetzt ein Darlehen vergeben oder Aktien erwerben, ist für den Anleger egal. Er will einfach nur eine möglichst hohe Rendite auf seine Anlage, während der Gesellschafter eher ein Interesse daran hat, auch seine Interessen, seine politischen Erwägungen, seine sozialen Sachen durchzusetzen. Das können wir auch in Rechtsformen festmachen. Wenn Sie Mitglied in einem Verein sind, sind Sie da üblicherweise nicht Mitglied, weil Sie einen Gewinn machen wollen, sondern weil Ihnen die Ziele des Vereins, weil Sie gerne Sport machen, weil Sie sich politisch engagieren möchten oder Ähnliches, naheliegen. Wenn Sie Aktionär einer AG sind, wollen Sie möglicherweise eher Geld sehen. Ja? Wie man Aktionär wird, ist ebenfalls eine unterschiedliche Erwägung. Entweder Sie wirken selbst bei der Gründung mit. Wenn Sie mit Ihren Freunden einen Verein gründen, Sie sind also zu siebt und gründen einen Verein, dann haben Sie üblicherweise ein Mitspracherecht dabei, welche Regeln gelten sollen. Sie können also bestimmen, ob Mitgliedsbeiträge erhoben werden. Sie können bestimmen, was passiert, wenn man austreten will, ob man nur zum Jahresende austreten darf oder jederzeit, welche Vorgaben an den Beitritt gelten, wie man Vorstand wird und so weiter und so fort. Wenn Sie dagegen in einen bestehenden Verein eintreten, zum Beispiel in den ADAC oder in einen Fußballverein, dann haben Sie nicht die Möglichkeit, diesen Beitritt unter Bedingungen zu stellen. Sie nehmen die Satzung so an, wie sie ist. Wenn Sie die ändern wollen, müssen Sie auf der Mitgliederversammlung 3/4 Mehrheit kriegen. Genauso bei der GmbH oder bei der AG. Wenn Sie bei der Gründung mitwirken, können Sie in die Satzung Sachen reinschreiben. Wenn Sie später beitreten, haben Sie im Grunde nur die Möglichkeit, friss oder stirb. Sie nehmen das, was Sie kriegen können und müssen damit leben. Wie Sie beteiligt werden, ist auch unterschiedlich geregelt. Wir haben einerseits die Möglichkeit der Abtretung. Die spielt praktisch eine Rolle, insbesondere in der GmbH oder in den Personengesellschaften, weil sie erwerben dann einfach durch Abtretung der Rechte. Das haben wir auch in der AG. Namensaktien werden auch übertragen nach 413 BGB durch Abtretung. Das heißt, wir haben schlicht eine Einigung, du sollst Aktionär werden und dann wird der Aktionär. Das hat den großen Vorteil,
es ist formal die Übertragung eines Rechts und bei einem Recht haben wir halt immer die Übertragung per Einigung. Bei der GmbH haben wir schon besprochen, brauche ich einen Notar. Das heißt, das Ganze ist auch formal sehr streng. Bei allen anderen Rechtsformen geht es grundsätzlich einfach durch schlichte Einigung und dann ist die Sache erledigt. In der Aktiengesellschaft haben wir allerdings auch eine andere Gestaltungsmöglichkeit, nämlich Inhaberaktien. Das heißt, wir können Wertpapiere ausgeben, wo das Wertpapier als solches die Inhaberschaft verbrieft. Warum macht man das? Ganz einfach, damit die Aktie leicht handelbar ist. Sie kennen das auch aus dem BGB, vom Hypothekenbrief oder Grundschuldbrief. Man möchte gerne, dass die Grundschuld leicht transferierbar ist und jedes Mal ein Grundbuch geändert werden soll. Also macht man ein Wertpapier, was man einfach weiterreichen kann. Also das Papier als Rechtsscheinsträger. Das Problem mit diesen Wertpapieren ist, die Amerikaner haben das nie wirklich akzeptiert, dass es auch Inhaberurkunden geben soll. Die Amerikaner sind immer davon ausgegangen, dass diese Rechtsinhaberschaft immer in dieser Schiene laufen muss, das heißt immer durch Abtretung. Das führt auch dazu, dass einerseits internationale Gremien immer davon ausgehen, Inhaberaktie sei was Dubioses und andererseits in der gesamten rechtsökonomischen Literatur immer nur auf die Namensaktien abgestellt wird. Die Namensaktie, wird dann gesagt, ist deshalb toll, weil die Gesellschaften Investor Relations treiben können. Sie können sich also direkt an ihre Aktionäre wenden und ihnen mitteilen, wie gut es um sie steht und Werbung machen für das Abstimmen auf der nächsten Hauptversammlung. Gleichzeitig weiß die Gesellschaft aber auch, an wen sie sich besonders ranschmeißen muss, nämlich an den Mehrheitsaktionär, denn sie weiß ja, wer der Mehrheitsaktionär ist. Der steht nämlich bei ihnen im Aktienregister. Zudem sagt man immer, vermeidet das Ganze Geldwäsche. Warum? Weil wenn die Gesellschaft eine Liste hat der Aktionäre, kann ich herausfinden, wem die AG gehört, das heißt, wo die Gewinne hinfließen. Wenn also jemand versucht, Geld zu waschen, indem er seiner Gesellschaft Sachen verkauft zu einem überhöhten Preis, zum Beispiel Lizenzen, und dann sich das Ganze als Dividende ausschütten lässt, kann ich das Ganze zurückverfolgen. Ich weiß nämlich, wer der Aktionär ist. Bei der GmbH und der OHG stellt sich das Ganze ohnehin als unproblematisch dar, denn bei der OHG haften die Gesellschafter persönlich und wenn die nicht bekannt wären, wüsste man ja gar nicht, auf welches Risiko man sich einlässt. Und bei der GmbH haben wir eine Ausfallhaftung und auch da ist es selbstverständlich im Interesse jedes Gesellschafters zu wissen, an wen man sich halten kann, wenn irgendwelche Verluste eintreten durch Auszahlung von Gesellschaftsgewinnen, die über das Stammkapital hinausgehen oder durch Nichterbringung von Einlagen. Vor diesem Hintergrund muss man sich fragen, warum hat dann der Gesetzgeber des 19. Jahrhunderts überhaupt die Möglichkeit geschaffen, Inhaberpapiere zu schaffen? Anders ausgedrückt, hat das Inhaberpapier einen volkswirtschaftlichen Wert, der sozusagen den Profit für alle Beteiligten steigert? Und oder hat die dadurch vermittelte Anonymität, dass ich mich erst sozusagen zu erkennen gebe, wenn ich meine Rechte wahrnehmen will, etwa wenn ich zur Hauptversammlung gehe und sage, ich will abstimmen, oder wenn ich meine Dividende ausgezahlt haben will, das heißt, ich gebe mich erst im letzten Moment zu erkennen, hat diese Anonymität bis zum letzten Moment einen positiven wirtschaftlichen Wert oder geht es da wirklich nur um Geldwäsche oder Terrorfinanzierung? Ja, was denken Sie? Gibt es einen wirtschaftlichen Sinn hinter der Möglichkeit, außer der Namensaktie auch Inhaberaktien auszugeben? Die AG wurde ja ursprünglich geschaffen als Kapitalsammelstelle. Man soll möglichst schnell möglichst viel Geld einsammeln oder auch sich bei Unternehmen beteiligen können und dann dort Gewinne zu erzielen, Anlagestrategien. Dafür muss man relativ schnell handeln können. Bei den Namensaktien ist es ja, glaube ich, so, dass man die umschreiben muss. Das ist ziemlich aufwendig. Wenn die Inhaberaktie, die
kann man ja viel leichter erwerben und auch viel schneller wieder abstoßen. Zügig, also Geschwindigkeit ist da wesentlich besser. Und was Übernahmen durch andere Unternehmen geht, ich glaube, wir haben ja eine Grenze von irgendwie 15%, wenn du 15% Inhaberaktien hast, dann musst du dich melden. Mhm. Also würde ich sagen, Inhaberaktien haben doch auch ihren Anreiz. Ja. Wobei man sagen muss, wenn sie sich nicht melden, ist die einzige Rechtsfolge, dass sie die Rechte aus den Aktien nicht wahrnehmen dürfen. Das heißt, wenn sie eh geheim bleiben wollen und sozusagen aus dem Gebüsch springen wollen, wenn es spannend wird, können sie sich einfach nicht melden. Das heißt, der Stimmrechtsverlust tut ihnen erst dann weh, wenn sie wirklich Dividende kriegen wollen oder abstimmen wollen. Also solange sie nicht betroffen sind, ist es halt böse, aber für sie erstmal relativ schmerzlos. Sie können die Aktien auch hinterher weiterverkaufen. Außerdem Zusammenrechnung finde ich da, das heißt, wenn sie eine große Familie haben, geben sie jedem 5%. Also es gibt da Umgehungsmöglichkeiten. Die Frage ist in der Tat, ist es bei Inhaberaktien schneller möglich, die Aktie zu übertragen? Wie funktioniert das bei einer Namensaktie? Da kann ich Ihnen sagen, das ist ganz einfach. Sie haben eine Aktie, steht Ihr Name drauf und auf die Rückseite schreiben Sie ein Indorsement. Ein Indorsement heißt, Sie sagen, übertragen an sowieso, Unterschrift mit Ihrem Namen. Sie können auch ein Blanko-Indorsement machen, übertragen an Unbekannten, machen einfach nur Ihre Unterschrift drunter. Auch das ist zulässig. Dann ist diese Namensaktie genauso handelbar wie eine Inhaberaktie. Der einzige Unterschied in der praktischen Handhabung ist, wenn irgendjemand die Rechte ausüben will aus dieser Aktie, muss er sich bei der AG melden und ins Aktienregister eintragen lassen. Denn gegenüber der AG gilt als Aktionär nur, wenn in der Liste drin steht. Alle anderen nicht. Frage: Ist das wirklich so ein großer Mehraufwand, dass man sagen kann, die Inhaberaktie ist deutlich überlegen? Und zum Zweiten, wenn dem so wäre, warum haben die Amerikaner, die immerhin ein viel größerer Flächenstaat sind, wo viel, viel mehr Kilometer zwischen sind, nie sozusagen die Idee gehabt, flächendeckend Inhaberaktien durchzuführen? Ganz im Gegenteil, wenn sie in New York an der Börse gehandelt werden wollen, müssen sie Namensaktien haben. Und das jetzt nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon, seitdem es die Börse da gibt. Also warum hat sozusagen eine führende Industrienation genau die gegenteilige Entwicklung gemacht wie Deutschland? Denn Deutschland hat grundsätzlich erstmal Inhaberaktien gehabt. Das heißt, das komplette 20. Jahrhundert haben wir von Inhaberaktien gelebt in Deutschland. Mit großen Papierstapeln, die in Bankenkellern hin und her geschoben worden sind, wenn Aktien verkauft worden sind. Warum haben die Amerikaner das anders gemacht, wenn die Inhaberaktien für den Transfer doch so toll sind? Ja, also für alle Rechte. Bei der Namensaktie muss ich für alle, egal ob es Stimmrecht ist, Teilnahmerecht oder Dividendenrecht, muss ich mich immer eintragen lassen. Und es ist natürlich viel einfacher, weil ich lasse mich einmal eintragen und danach bin ich für immer als Aktionär bekannt, bis jemand anderes eintragen lässt. Während bei der Inhaberaktie haben wir immer das Problem, der Inhaber kann ja wechseln, das heißt, ich muss mich jedes Mal, wenn eine Dividende ausgeschüttet werden soll, auch irgendwie, soll man sagen, als Aktionär ausweisen. Ja. Damit kann ich ja immer noch Gewinne machen. Für die Leute, die dann aber, sagen wir mal, ich gehe jetzt in ein Unternehmen wie unbedingt vielleicht Deutsche Bank, aber Telekom, die immer ein bisschen nach oben steigen, Telekommunikation wird man immer brauchen, dann mache ich eine Langzeitinvestition und gehe in die Deutsche Telekom oder Sprint auch anders und bleibe lange da, dann werde ich mich anmelden. Dann habe ich aber eine ganz andere Anlegestrategie. Wenn ich da auf schnelle Geld aus bin, kann ich das mit der Namensaktie dann auch machen. Würde ich einfach sagen, ich gehe jetzt zu BP, weil ich weiß, dass morgen alle Ölquellen versiegen werden und dann stoße ich morgen dann BP wieder ab, weil ich weiß, es war eine Falschmeldung. Das ist ja dann immer noch möglich. Ja, also Sie sagen, man muss unterscheiden zwischen den Aktionären, die wegen des Unternehmens dabei sind und denen, die nur wegen des Spekulationsgewinns, also durch den Preis, der sich ergibt durch Angebot und Nachfrage, dabei sind. Und in der Tat,
Wenn es nur um den Preis geht, kann man sagen, spielt es eigentlich keine Rolle, denn da geht es nur darum, was irgendjemand mir bestätigt, dass ich Aktionär bin, also auch verkaufen darf. Dass ich meine Berechtigung nachweisen kann gegenüber dem Käufer oder Verkäufer. Das erklärt in der Tat, warum die Sachen heutzutage im Internetzeitalter weitgehend neutral sind, denn es wird immer die Bank bestätigen, entweder wir haben hier im Keller 10 Inhaberaktien liegen oder 100 Inhaberaktien oder es gibt eine Namensaktie, die wir für den bereithalten, in Anführungszeichen. Das heißt, im Grunde verlässt man sich heute weder auf das Wertpapier noch auf die Liste bei der Gesellschaft, sondern schlicht auf das, was die Banken behaupten, was der Fall ist. Wir müssen also die Banken hacken, um das System zu zerstören. Die Frage ist nur, das mag heute so sein, dass es alles gleich ist, weil Daytrading geht halt nicht mit Papier hin und her schicken. Wenn der Brief mit dem Papier da ist, ist die Aktie wieder verkauft. Wie war das denn früher? Also früher gab es kein Daytrading in dem Sinne, dass sie mal kurz jetzt sofort die Aktie kaufen und am Abend wieder verkaufen. Wie haben die das denn früher gemacht? Ja, mit Telegraph, toll. Tick, 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 verkaufen. In der Tat haben die das so gemacht, das ist schon richtig. Aber auch da war die Frage, brauchen die dafür überhaupt Wertpapiere? Also, man sagt, es gibt hier im Wesentlichen zwei Gründe dafür, dass man Anonymität haben will. Der eine Grund ist, es mag Industrien geben, wo man nicht möchte, dass irgendjemand weiß, dass man da beteiligt ist. Pornografie zum Beispiel oder Waffenherstellung. Ja? Es mag sein, dass Sie ein großer Investor in Pornografie sind und sagen, ich bin Mehrheitsaktionär bei Beate Uhse, möchten aber nicht, dass das rauskommt, dass Sie der Pornozar von Deutschland sind. Und deshalb möchten die, dass ihr Aktienbesitz niemand bekannt ist und auch keine Lücken im System sein können, dass hier irgendjemand sagt, ich habe jetzt zufällig Einblick ins Aktienregister genommen, da steht der und der drin. Das möchten sie, dass nicht passiert. Und das spricht dafür, dass sie auch gegenüber der Gesellschaft weitgehend anonym bleiben wollen. Dass es da keinen gibt, der weiß, wer sie sind. Sie wollen einfach nur ihr Geld kassieren. Das überzeugt sie jetzt noch nicht so. Dann mag der andere wichtige Grund sein, dass man solche Wertpapiere sicherer nachweisen kann, wenn sie den Banken nicht vertrauen und ihr Geld unter dem Kopfkissen haben statt auf dem Konto, dann haben sie natürlich ein Problem mit allem anderen. Sie möchten gerne ihre Wertpapiere bei sich haben, sie möchten was in der Hand haben, dann gibt ihnen ein Inhaberpapier vielleicht ein höheres Gefühl an Sicherheit, weil sie haben das haptisch in der Hand. Bei einer Namensaktie kann es immer passieren, dass irgendwas gefälscht wird oder ein falscher Name draufsteht oder sonst was. Das heißt, irgendwo in der Kette gab es ein Problem. Bei der Inhaberaktie, wenn Sie wissen, dass die Aktie, dann ist die echt und gehört Ihnen und Sie haben das Papier in der Hand, so wie ein Geldschein. Das heißt, das Ganze ist leichter transferierbar. Sie wissen, es gibt auch kein Abhandenkommen. 935 BGB sagt, bei Inhaberpapieren haben Sie immer einen gutgläubigen Erwerb. Tolle Sache, die sind also perfekt geschützt. Insgesamt wird man aber wohl sagen können, dass heutzutage der Wert von Inhaberpapieren eher gering ist. Gleichzeitig haben Sie auch bei Namensaktien viele Umgehungsmöglichkeiten. Sie können jemand anderen eintragen lassen in Ihrem Namen, Ihren Butler, der steht dann im Aktienregister, damit Sie nicht auftauchen. Oder Sie haben eine ganze Kette von Leuten, Sie gründen mal eine GmbH, die GmbH wird eingetragen und dann weiß keiner, wer hinter der GmbH steht. Also Umgehungsmöglichkeiten gibt es auch bei Namensaktien. Insofern tut sich das heute alles nicht mehr so viel. Dürfen Gesellschaften den Ausschluss erleichtern oder erschweren? Worum geht es da? Ich habe Ihnen eben gesagt, in der AG dachte man ursprünglich, es sei besonders wichtig, dass man die Aktien schnell verticken kann. Das heißt, schnell rein in die AG, aber auch schnell wieder raus. Das ist aber nur für die AG der Fall. Wenn Sie sich mal angucken, in einer offenen Handelsgesellschaft oder in einer GbR ist es gesetzlich so, dass die Gesellschafter persönlich mit ihrem gesamten Privatvermögen unbeschränkt für die Schulden haften. Und der Gesetzgeber hat das so umgesetzt, dass die Gesellschafterstellung als solche grundsätzlich nicht vererblich ist,
sondern der Gesellschafter mit seinem Tod in der OHG aus der Gesellschaft ausscheidet, beziehungsweise in der GbR die Gesellschaft sogar aufgelöst wird. Ebenso wenig ist nach dem Grundprinzip des Gesetzes die Gesellschafterstellung abtretbar, in dem Sinne, dass Sie sagen können, ich übertrage meine Gesellschafterstellung. Das geht nur dann, wenn alle anderen Gesellschafter mit zustimmen. Der Grund ist ziemlich offensichtlich, wenn Sie unbeschränkt haften und mit 5 Millionären in der OHG sind, ist das für Sie so, dass Sie maximal ein Drittel zahlen müssen. Oder ein Sechstel, wenn Sie mit 5 Millionären da sind, zahlen Sie ein Sechstel, denn die anderen zahlen 5 Sechstel. Wenn aber jetzt jeder der 5 das Ganze an irgendeinen Bettler abtritt, sind Sie auf einmal mit 5 Bettlern dabei und Sie tragen nicht mehr nur ein Sechstel, sondern die anderen können einfach ihre Sachen nicht zahlen, sie zahlen also 6 Sechstel. Das heißt, die Übertragung ist im Grunde wie bei einer Schuldübernahme, dass auf einmal Ihnen gegenüber andere Schuldner für die potenziellen Ausgleichsansprüche bestehen. Das heißt, ohne Ihre Zustimmung geht das nicht. Das heißt, der Grund dafür, warum das nicht so einfach möglich ist, liegt ziemlich auf der Hand. Und dasselbe gilt natürlich auch für den Erben. Stellen Sie sich vor, der Erbe hat 10 Millionen Schulden und erbt Papas 5 Millionen, hat er immer noch 5 Millionen, dann ist er ein relativ schlechter Gesellschafter, weil er wird nie irgendwas zahlen können. Wie sieht es aus im Verein? Wenn Sie schon mal im Schützenverein oder im Sportverein oder in der Partei sind, werden Sie festgestellt haben, die Mitgliedschaft ist nicht vererblich. Wenn also Ihr Papa Parteivorsitzender bei den Grünen war, wird das nicht auf Sie vererbt. Das ist also nicht so wie ein Adel oder sowas. Es ist interessanterweise aber auch so, dass nach dem Gesetz die Mitgliedschaft in einem Verein nicht abtretbar ist. Sie können also nicht Mitglied im Skatclub sein und sagen, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr, jetzt trete ich meine Mitgliedschaft ab an meinen Freund X, der auch ganz gut Skat spielt. Das geht nicht. Es ist nicht übertragbar, weder abtretbar noch vererblich. Wieder anders ist es in der GmbH. Da ist nach dem gesetzlichen Leitbild die Gesellschafterstellung nicht nur vererblich, sondern auch einfach so abtretbar. Und nur die Abtretung lässt sich im Gesellschaftsvertrag beschränken durch eine sogenannte Vinkulierungsklausel. Zum Beispiel können Sie sagen, es lässt sich nur abtreten mit Zustimmung aller anderen Gesellschafter, mit Zustimmung des Geschäftsführers oder wenn, was weiß ich was, eingetreten ist. Die Vererblichkeit von GmbH-Geschäftsanteilen lässt sich demgegenüber nicht einschränken. Sie können also nicht eine Klausel reinschreiben und sagen, der Anteil ist nicht vererblich. In der AG schließlich ist es ganz brutal. Aktien sind grundsätzlich vererblich und übertragbar und eine Einschränkung kann nur in Bezug auf die Abtretung und auch nur bei Namensaktien vorgesehen werden. Sie sehen also, es gibt da kein wirklich eindeutiges Muster. Bei jeder Rechtsform ist die Frage, ob Sie die Anteile übertragen oder vererben können, anders geregelt. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen in dieser Vorlesung, habe ich hier drunter geschrieben, wer profitiert und wer trägt den Aufwand? Anders ausgedrückt, wer hat etwas davon, wenn die Anteile erleichtert übertragbar sind oder nur unter einschränkenden Bedingungen, zum Beispiel unter einer Zustimmungspflicht oder noch schlimmer, gar nicht wie im Verein. Wer hat da etwas von, wenn ich nicht übertragen darf? Und umgekehrt, wer hat etwas davon, wenn es sehr leicht übertragbar ist? Das heißt, wenn ich es mache wie in der AG, wo ich sage, es ist zwingend vererblich und auch die Abtretung kann nicht ausgeschlossen werden, außer ich habe Namensaktien. Zweite Frage, wer hat dadurch Nachteile? Wer zahlt sozusagen den dadurch entstehenden Mehraufwand, dass jemand nicht rauskommt aus der Gesellschaft? Und dann natürlich unsere Gesamtfrage, wie ist die Bilanz im Hinblick auf Kosten-Nutzen? Was überwiegt in der Gesamtheit für alle Gesellschaften und die konkrete Gesellschaft? Und warum hat der Gesetzgeber sich dann für die jeweiligen Regelausnahmekonzessionen entschieden? Also wo kommt die Regel her, dass ich sage, bei den Personengesellschaften grundsätzlich nur mit Zustimmung aller abtretbar und grundsätzlich nicht vererblich. Wo kommt diese Regel her
Und warum erlaube ich Ausnahmen bzw. verbiete ich Ausnahmen als Gesetzgeber? Das sind die Fragen, die wir uns aus ökonomischer Sicht nach diesem Befund stellen müssen und die Sie sich jetzt stellen müssen. Ja? Wenn Sie das sehen, das sind die Fragen. Ja? Ein Argument haben Sie ja eben schon gebracht, wenn man jetzt vergleicht, ob man hier die DDR, ja, mit der Aktiengesellschaft ganz extrem, dann haften die bei den Kleingesellschaften ja persönlich. Mhm. Das heißt also, die haben ein wirkliches Interesse daran, dass die gucken, wer damit an Bord ist, denn wenn ich Aktionär bin, dann ist mein Risiko ja endlich. Mhm. Und dann profitiere ich von dieser Anonymität. Auf der anderen Seite haben also die Kleingesellschaften ja in der Regel ein anderes Geschäftsmodell. Also da sind persönliche Kontakte wichtiger, die haben jetzt nicht diese Riesengeschäftsbeziehungen, die Aktiengesellschaften haben. Das heißt, das macht da irgendeinen Sinn, denn so eine AG ist naturgemäß ein sehr anonymer Haufen, weil die so große Geschäftsbeziehungen haben. Das heißt, ich tue mich ein bisschen schwer damit, wenn man sagt, wer profitiert davon? Das sind eigentlich dieselben Gruppen. Also bei einer AG profitiert der Einzelaktionär natürlich auch davon, wenn Geschäftsführung jetzt eine flexiblere Kapitalerhöhung machen kann oder ähnliches, weil das langfristig die Dividende erhöht. Fangen wir mal einfach an mit der GbR. Stellen Sie sich vor, Sie gründen mit 4 Freunden eine GbR. Jetzt zerstreiten Sie sich. Meistens irgendwie, der eine hat was mit Ihrer Freundin angefangen und Sie können nicht mehr mit ihm reden. Jetzt haben wir hier die Regelung, die sagt, Sie können Ihren Anteil nicht abtreten. Welche Möglichkeiten bleiben Ihnen denn dann noch? Sie sagen, ich kann mit denen nicht mehr zusammenarbeiten. Man muss die Gesellschaft auflösen. Und warum ist Auflösung ökonomisch meistens relativ ungünstig? Wir unterstellen, die anderen drei würden gerne weitermachen und die Arbeitnehmer machen gerne weiter und alles läuft total gut, außer diesem persönlichen Streit zwischen den Vieren. Was würde passieren, wenn sie auflösen als nächstes? Wir unterstellen, das Geschäftsmodell ist top, die Mitarbeiter sind top und alles andere. Das heißt, man müsste die Verträge und alles umstellen, dass der Zeitpunkt, ich kann mir auch sehr vorstellen, dass es sehr kostenintensiv ist. Ja, außerdem kommen Steuern natürlich, wenn Sie auflösen, müssen die alles erstmal versteuern. Und das heißt, der Staat kassiert, Sie müssen Mietverträge neu abschließen, Arbeitsverträge neu abschließen. Das heißt, alles muss neu gemacht werden. Das verursacht einen hohen Verhandlungsaufwand. Und was wäre passiert, wenn Sie einfach abtreten könnten und sagen könnten, okay, ich bin raus, stattdessen kommt jemand anderes rein? Dann würde man die Liquidationskosten sparen. Welchen Aufwand hätte man stattdessen, vorher oder nachher? In der Tat, man hat hohe Informationskosten, ob diese Person vertrauenswürdig ist. Wenn man die aber überwunden hat, ist es sinnvoll, dass man das Geschäft weiterführt, weil Auflösung halt Liquidationskosten verursacht. Sofern irgendeiner weitermachen will, ist es ökonomisch immer sinnvoller, dass der sozusagen im System drin bleibt und man nicht sozusagen erst abwickelt und dann wieder neu startet. Das heißt, es ist grundsätzlich effizienter, wenn man übertragen darf und das Ganze nicht auflösen muss. Jetzt, warum stellt sich diese Problematik in der GmbH möglicherweise genauso? Was würde in der GmbH passieren, wenn Sie 4 Gesellschafter haben und die zerstreiten sich? Wir haben GmbH, jeder ist beteiligt mit 10.000 Euro, sagen wir, 40.000 Euro Stammkapital und einer der beiden zerstreitet sich mit den anderen dreien. Prinzipiell möglich, den Anteil von Ihnen dann abzutreten an einen anderen, dann wäre er draußen und ein anderer drin.
Ja. Warum sieht das Gesetz dann vor, dass ich trotzdem die Abtretung beschränken kann? Also warum sagt das Gesetz, ist hier der Regelausfall genau anders als bei der OHG? Ja. Ja, in der Tat, auch eine GmbH kann Familienunternehmen sein, dann möchte man nicht jeden drin haben. Jetzt, um nochmal auf unsere OHG-GBR-Konstellation zurückzukommen, es kann ja durchaus sein, dass diese OHG in einem ganz sicheren Marktsegment drin ist, wo überhaupt kaum Risiken bestehen. Die machen, was können die mal machen? Oh, die betreiben Werbeanzeigen auf einer Internetseite, mehr machen die nicht. Die machen irgendwie eine Internetseite, wo die Informationen über Bonn schreiben und da haben die Werbebanner drauf. Mehr machen die nicht. Das heißt, deren Ausgaben beschränken sich auf 5 Euro und es gibt auch nur einen geschäftsführenden Gesellschafter, die anderen sind alle von der Geschäftsführungsvertretung ausgeschlossen. Frage: Haben Sie dann immer noch diese Probleme, die Sie eben hatten mit der Abtretung? Wenn einer der anderen ausscheidet, jemand anderes reinkommt. Wenn das Haftungsrisiko gegen Null geht, dass also sozusagen jemals Regress genommen wird gegen einen Gesellschafter und auch ein Ausschluss von der Geschäftsführung und Stellvertretung erfolgt ist, was ja vereinbart werden kann im Gesellschaftsvertrag. Also GBR, und wir unterstellen, deren Geschäftsmodell ist so risikoarm, dass eine persönliche Haftung der Gesellschafter ausgeschlossen ist oder so gut wie ausgeschlossen ist. Und wir unterstellen, dass aufgrund des Gesellschaftsvertrages nur einer die Geschäfte führen darf und die GBR vertreten darf und dieser Mensch gerade nicht abtritt, sondern irgendeiner von den anderen, die einfach nur mit profitieren. Würden Sie dann sagen, ist das gesetzliche Regelbild immer noch okay? Oder um es nochmal die Frage zurückzubringen, wer profitiert in dieser GBR von dem gesetzlichen Leitbild? Wer profitiert von dem Abtretungsverbot? Wer hat einen Gewinn? Ja? Ja, warum? Kann man das so einfach? Welches Problem? Grundsätzlich ist es so, nach dem BGB hat der Gesellschafter ein Kündigungsrecht. Er kann also sagen, ich will den Laden dicht machen. Rausgehen, wenn der Gesellschaftsvertrag es vorsieht. Natürlich, wenn alle einverstanden sind, kann man auch raus. Das ist immer möglich. Aber auch wenn einer sagt, nee, du bleibst hier drin, dann war es das. Also das Gesetz sagt, der Normalfall ist, mitgefangen, mitgehangen und bis zum Ende ist man dabei. Was der Gesetzgeber für die OHG halt anders geregelt hat, wo er gesagt hat, bei der OHG kann ich jederzeit meine Stellung kündigen, die OHG bleibt davon aber unberührt. Genauso wie bei der OHG auch der Todesfall dazu führt, dass die OHG nicht aufgelöst wird, sondern nur derjenige ausscheidet. In der GBR ist es anders geregelt. Also die Frage ist, wer hat denn überhaupt was von dieser Regelung und warum? Wenn wir von der Haftung absehen, ist diese Regelung so vorgesehen. Gläubiger, aber wenn Sie sagen, die Gläubiger kriegen ihr Geld ja sowieso immer, ja. Dass der Gesellschaft so gut geht, dann haben die auch keinen. Wenn wir sagen würden, die Gläubiger, wäre diese Regelung eine sinnvolle, frage ich mal. Schützt diese Regelung wirklich die Gläubiger, die sagt, ich kann meinen Anteil nicht abtreten? Und ich kann meinen Anteil nur abtreten, wenn alle anderen zustimmen. Wen müsste ich dann zustimmen lassen bei der Abtretung, wenn die Gläubiger geschützt werden sollen? Die Gläubiger selber. Die werden aber gerade nicht gefragt.
Also das Argument, die Gläubiger sollen geschützt werden, das überzeugt mich nicht so ganz, weil die werden halt nicht gefragt. Es kann also nur um das Verhältnis der Gesellschaft untereinander gehen. Und in der Tat, der Grundfall, von dem der Gesetzgeber zentral ausgegangen ist, ist die Haftungsfrage. Ich möchte nicht solvente Menschen gegen Nicht-Solvente austauschen. Aber das ist ja nicht zwingend so. Wie gesagt, erstens könnte man ja auch sagen, okay, Solvenz kann ja gleich sein, kann ich sogar nachweisen und dann habe ich auch keine Zustimmungspflicht. Denn wenn ich nachweisen kann, der ist reicher als ich, mein Nachfolger, müssen die nicht zustimmen. Also Solvenz kann nicht das entscheidende Kriterium sein, weil die Solvenz im Gesetz gar nicht angelegt worden ist. Das wäre ein denkbares Kriterium gewesen. Das hätte man reinschreiben können, müssen zustimmen, wenn reich ist. Stattdessen hat der Gesetzgeber in der Tat abstellen wollen auf die Zusammenarbeit der Gesellschafter untereinander. Da habe ich Ihnen eben gesagt, man kann eine GbR auch so gestalten, dass die Geschäfte geführt werden von einem und der auch die GbR vertritt und die anderen einfach nur profitieren, außer bei Grundlagengeschäften oder bei untypischen Geschäften, weil dann müssen die zustimmen. Also so eine Art wie eine Hauptversammlung bei einer AG oder bei einer GmbH, die Gesellschafterversammlung. Frage, ist dann eine Zustimmungspflicht gegeben? Auch da sagt man nein, denn es kann ja immer noch sein, dass der Vertrag geändert wird und insoweit haben die hier einen Anspruch darauf, keine Überfremdung zu kriegen. Damit sind wir dann auch schon beim Verein. Können Sie sich vorstellen, warum es beim Verein so ist? Also Verein ist jetzt nicht so klein und kuschelig, da habe ich ja gesagt, mindestens 7 Mitglieder. Und beim Verein gibt es auch keine Haftung der Mitglieder. Der Verein ist ja regelmäßig nicht wirtschaftlich ausgelegt, sondern in vielen Fällen wie in der politischen Partei auch oder jetzt im Spitzenverein hat er einen ideellen Zweck gewissermaßen. Und hier werden ja subkonzentriert quasi die Vereinsmitglieder aus. Wenn ich halt im Skatverein suche, ich mir halt die Mitglieder, die ich jetzt reinlasse, die schaue ich mir ja erstmal an. Ich möchte dieses Mitglied persönlich haben und nicht jetzt plötzlich dessen Onkel oder irgendwie anders, an dem es einfach abgetreten worden ist, sondern eben genau die Person, die ich mir ausgesucht habe. Ja. Ein gutes Argument, der Verein soll die Möglichkeit haben, sich seine Mitglieder auszusuchen. Nun, es gibt auch Vereine, die machen das nicht. Der ADAC zum Beispiel. Der ADAC sucht sich seine Mitglieder nicht aus, er nimmt einfach jeden auf, der bereit ist, Mitgliedbeitrag zu bezahlen. Was sagen Sie zu solchen Vereinen? Wenn der Verein sagt, ich wähle gar nicht aus, jeder, der das Formular ausfüllen kann, sich meldet, den nehmen wir. Ja, andere Rechtsformen suchen wird da schwierig, weil die Auswahl ist nicht so breit. Was sagen Sie denn zu Kirchen? Du als religiöser Mensch, die Religionszugehörigkeit geht üblicherweise auch mit auf die Kinder über. Die nehmen einfach auch den mit, der da war. Das heißt, wenn man nichts sagt, nehmen die auch die Kinder mit auf, werden getauft und alles Mögliche. Die werden gar nicht gefragt, das entscheiden die Eltern für die. Ist das vielleicht auch so eine denkbare Möglichkeit, Sie sagen, okay, in unserem Verein, der Adelsverein Deutschland, jeder, der geboren wird mit blauem Blut, gehört mit dazu. Man kann austreten natürlich, aber es wird vererbt, sozusagen. Das Adelshaus, Schützenverein kann man sich auch vorstellen, da sind auch solche Strukturen denkbar. Sippschaften, Studentenverbindungen vielleicht noch. Sollte man das dispositiv machen? Sollte man als Verein sagen können, wir möchten, dass die Mitgliedschaft vererblich ist oder abtretbar? Sehen Sie den Unterschied zwischen vererblich und abtretbar? Eigentlich muss einer sterben. Das Erbe irgendwie in der Gesamtheit irgendwie nicht antreten, aber grundsätzlich, wenn das halt da drin ist,
Ja. Und es ist halt quasi, oder auch in der Küche, da wird man ja quasi nicht gefragt. Ich muss dann quasi selber austreten und sagen, aber ich bin dann erstmal drin. Ja. Da kann ich ja dann so reinrutschen, wie ich halt nicht rein möchte. Ja, das ist halt das Schicksal. Wir können das Erbe ja ausschlagen, dann gehören sie nicht dazu. Ja. Also jetzt gerade, wenn Sie das Beispiel von der Kirche nehmen, das ist ja, die wollen ja nicht, dass das verarbeitet wird, sondern die wollen, dass die Kinder sofort beitreten, dass sie beitrittsfähig sind, damit sie mit den Eltern gleichzeitig drin sind. Das ist beim ADAC ja ähnlich. Also das Beispiel zu verarbeiten macht da recht wenig Sinn. Ja. Also, die sagen, der Verein ist eh darauf ausgelegt, möglichst viele Mitglieder zu einem beliebigen Zeitpunkt zu haben. Also ist Vererblichkeit ja eh völlig unattraktiv, denn mit Vererblichkeit, da habe ich ja sozusagen nur eine zeitweise Erhöhung der Mitgliederzahl oder zeitweise Veränderung der Mitgliederzahl. Ich kann mir Konzeption vorstellen, wo es anders ist. Sagen wir, sie wollen nicht mehr als 20 Mitglieder haben, aber die sollen alle die Top-Leute sein und deshalb immer nur die Kinder der Top-Industriellen Deutschlands oder des deutschen Adels. Die Enkel des Kaisers. Der Adelsverein Deutschland. Und es soll halt nicht sozusagen immer der Prinz, sondern es soll immer der König da gleich Mitglied sein. Ne? Man könnte es ja auch anders strukturieren, man könnte ja sagen, so der Karnevalsprinz wird jedes Jahr Mitglied, der wechselt auch einmal im Jahr und wird automatisch Mitglied, dann wechselt quasi vom Alten auf den Nächsten. Das ist so eine Abtretungskette. Verein der Karnevalsprinzen Deutschlands. Ich kann mir viele Vereine vorstellen, die so eine Struktur haben könnten. Mit vererblichen Positionen. Golfvereine, zum Beispiel Golfclub, die haben auch kein Interesse an möglichst viele Mitglieder zu haben, sondern die wollen eigentlich einen gleichbleibenden Mitgliedskreis auf gleichbleibendem Niveau sozusagen haben und das Volk von der Straße wollen die raushalten. Frage, denkbare Lösung, Mitglied darf nur, es darf manchmal 20 Mitglieder werden, die Mitgliedschaft ist vererblich oder sowas. Dann wird halt dem Tod einer der Erben Mitglied. Die müssen sich halt irgendwie einigen. Kann man ja konstruieren. Tolle Regelung. Reißt die nicht so vom Hocker. Also die sagen, noch zusammengefasst, beim Verein geht es um ideologische Verbundenheit oder um Verbundenheit in den gemeinsamen Tätigkeiten und Zielen. Und deshalb kann das nicht abtretbar gestaltet sein, weil der Verein selber soll sich aussuchen können. Ich habe daraufhin gesagt, es gibt große Vereine, sagen wir die CDU, ein Riesenverein mit vielen Mitgliedern und ich gehe davon aus, die kennen sich eh nicht alle untereinander. Oder der ADAC, noch schlimmer, ich gehe davon aus, die wenigsten ADAC-Mitglieder kennen auch nur 20 andere Mitglieder. Obwohl dieser Verein relativ flächendeckend ist. Trotzdem sagen sie, oh, das ist ideologisch verbunden, der Verein soll sich aussuchen können. Und ich sage, warum denn? Ist es nicht viel zu aufwendig? Wäre es nicht viel einfacher, sie sagen, ach, ich habe keine Lust mehr im ADAC zu sein, ich habe mein Auto verkauft, ich will jetzt in den ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub, und trete meine Mitgliedschaft ab an meine Oma, die immer schon mal Autofahrerin sein wollte. Soll die fake die Mitgliedsbeiträge zahlen, dann kriege ich ja auch eine Auslandskrankenversicherung, was immer ganz gut ist, wenn sie dann so da rücktransportiert werden muss und Win-Win-Situation. Sie sind raus, Oma ist drin, sie haben die Kündigungsfrist vermieden, die möglicherweise erst im Jahresende wäre und alle sind glücklich. Ist es nicht sogar umgesetzt, dass es Zwangsmitgliedschaften nicht geben kann durch Vereinigungsfreiheit? Ja. Ja, Artikel 9 umfasst eine negative Dimension. Man kann keinen zwingen, aber sie können das Erbe auch ausschlagen, nicht? Man kann auch keinen dazu zwingen, Eigentümer zu sein. Also wenn sie sagen, ich möchte kein Eigentümer sein, kann man sie nicht dazu zwingen. Man kann sie eigentlich zu nichts zwingen. Das ist die Frage ist ja nur, tut man das? Fühlen sie sich gezwungen? Indirekt.
Ja, indirekt immer, aber wenn Ihr Vater sagt, ich stelle das Erbe unter die Bedingung, dass du eintrittst in den Schützenverein, dann fühlen Sie sich auch gezwungen wahrscheinlich. Das ist zulässig, das ist eine Auflage. Sie können sozusagen auch solche Auflagen machen und sagen, derjenige meiner Kinder, der als erstes in den Schützenverein tritt, soll mein Erbe sein. Ja, können Sie machen. Das schafft auch vielleicht einen gewissen Druck, aber... Ja? Ich habe so ein bisschen Privatautonomie. Zum Beispiel jetzt im Fall zur Oma. Dann denkt man das Kind halt zwar so, du bist jetzt für mich eingetreten, in Wirklichkeit ist es was ganz anderes. Zum Beispiel, ich bin ausgetreten und die Oma wurde aufgenommen. Wir nennen das jetzt nur Abtretung. Ja? Wenn man dann sagt, okay, die Kündigungsfristen sind vielleicht ja, weil du uns ein neues Baby besorgt hast, das kann man ja nennen, wie man möchte. Und beim Erben, ja gut, dann nehme ich halt den Pflichtanteil. Man kann ja immer alles machen, was man eigentlich möchte, solange den anderen nicht stört. Also, man kann ja Sachen nennen, die man möchte. Und man muss das gewisse Entscheid, aber möglich ist es. Also Sie sagen, eigentlich ist es eine völlige sinnlose Diskussion, weil man kann es ja auch auf anderem Wege machen. Man kann ja sich einigen und sagen, ich trete aus, die Oma tritt ein. Und das Problem ist nur, wenn der Verein sagt, nee, wir bestehen auf der Kündigungsfrist, wenn Oma jetzt eintreten will, dann seid ihr bis Dezember sozusagen beide Mitglied und im Dezember trittst du aus und Oma ist drin oder Oma bleibt drin. Dann hat man sozusagen eine schlechtere Alternative, denn man muss eine Mitgliedschaft in einem Verein haben, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will, weil die Kündigungsfrist halt erst am Jahresende auslaufen würde. Und die Frage ist dann, oh, wieder negative Vereinigungsfreiheit, kann man jemanden für ein Jahr in den Verein halten, weil die Kündigungsfristen so lang sind? Und die Antwort lautet, ja, kann man erstmal schon. Es ist halt ein Dauerschuldverhältnis, kann man durch AGB regeln, das geht. Genau wie beim Handyvertrag. Ich will auch nicht sagen, ich möchte kein Mitglied von O2 mehr sein, Pech gehabt. Ja, also nochmal, wer profitiert? Profitieren von erleichterter Abtretung tun erstmal die Leute, die raus wollen. Derjenige, der raus will, profitiert, weil er muss sich nicht so fest binden. Stellen Sie sich vor, wenn Sie heiraten könnten und die Ehefrau abtreten könnten, wäre die Eheschließung sehr viel einfacher und sagen, ach, ich tausche mal aus. Ja? Genauso ist es hier, wenn Sie die Beteiligung abtreten können, müssen Sie sich nicht so viele Gedanken beim Eintritt machen, weil Sie kommen ja jederzeit wieder raus, indem Sie einfach jemand anderen reinholen. Tausche mich durch jemand anderen. Es profitieren aber auch die anderen Gesellschafter, nämlich dann, wenn es auf Ihre Person nicht entscheidend ankommt. Wenn Sie ein irrelevanter Faktor in dem Unternehmen sind, kann man Sie austauschen, weil Sie sind eh egal. Das ist in der AG der Fall, weil der Aktionär ohnehin kaum mitgestaltet, sondern einmal sein Geld gegeben hat und was er danach macht, interessiert keinen Menschen mehr. Er hat sein Geld gegeben, ist raus. In der GmbH ist es genau anders. In der GmbH wird erwartet, dass die Gesellschafter auch mitgestalten, dass sie auf der Gesellschaftsversammlung mitwirken, überwachen, weil es gibt keinen Aufsichtsrat und den Geschäftsführer bestellen. Wenn Sie einfach sagen, wir tun nichts, wäre das schlecht. Das heißt, man erwartet, dass die Leute mittun. Damit hat im Grunde die Gesellschaft ein Interesse daran, dass dieser Mensch dabei bleibt. Genauso in der OHG, in der KG zum Beispiel nicht. Der Kommanditist, den kann ich austauschen. Der haftet persönlich, aber damit hat sich seine Rolle auch erschöpft. Er darf nicht vertreten, er darf nicht die Geschäfte führen. Und wer trägt den Aufwand? Die Antwort lautet, wenn ein Verbot besteht, trägt den Aufwand erstmal die Gesellschaft. Denn die Gesellschaft wird es schwerer haben, Leute zu finden, die eintreten, wenn sie wissen, der einzige Weg raus ist liquidieren, mit der Folge, dass das Finanzamt zahlt, also wir zahlen ans Finanzamt, oder ich trete aus, mit der Folge, ich kriege eine Abfindung, die möglicherweise zu niedrig ist. Wenn ich also keine freie Handelbarkeit habe, habe ich Schwierigkeiten, Investoren zu kriegen. Wer trägt den Aufwand noch? Natürlich derjenige, der in die Gesellschaft reingezwungen wird, nicht mehr rauskommt, der möglicherweise einen hohen Eintrittszoll gezahlt hat. Es kann ja sein, dass ein Verein eine Gebühr für den Beitritt erhebt und sagt, wer im Golfclub Mitglied werden will, muss erstmal
sagen wir mal, ein Golfloch spendieren in Höhe von 500.000 und dann ist er Mitglied, dann ist dieser Vermögenswert, den Sie sozusagen angelegt haben, auf Ihre Lebenszeit begrenzt, denn wenn Sie sterben, fällt es wieder zurück an den Verein. Sie tun also anderen Leuten was Gutes, ohne dafür eine Rückzahlmöglichkeit zu haben. Wie ist die Bilanz? Kommt darauf an, wenn Sie ein Unternehmen haben wollen, wo Sie möglichst viele Gesellschafter haben wollen, bietet es sich grundsätzlich an, die Anteile abtretbar zu gestalten. Also für das Argument mit dem Verein eben, ein Verein, der seine Anträge, seine Beteiligung abtretbar gestaltet, wird im Zweifel mehr Mitglieder kriegen, weil die Leute schneller das Ganze wieder zu Geld machen können. Sie können mit Ihren jahrelang gezahlten Mitgliedsbeiträgen, wo ein Vereinsheim gebaut ist, hausieren gehen und sagen können, willst du nicht auch in diesem Verein Mitglied sein, zahlen wir nur 100 Euro und du kannst ins Vereinsheim und da Party machen. Warum die konkrete Regelausnahmegestaltung? Es liegt schon nahe, weil wir bei OHG und GbR eine Mitwirkungspflicht erwarten von den Beteiligten, bei der GmbH ebenfalls. Im Verein ist die Sache deutlich schwieriger. Im Verein stellt sich die Problematik, dass wir beim Verein uns immer fragen müssen, was ist eigentlich der typische Verein? Wir haben den kleinen Kegelclub, wo möglicherweise dann 7 Leute drin sind. Wir haben aber auch die große Partei. Und je größer der Verein wird, desto schwerer wird es zu begründen, warum man keine Abtretung zulässt und keine Vererblichkeit. Weil man sagt, irgendwann wird es unpersönlich, es kommt auf die Person des Einzelnen eh nicht mehr an. Und dann ist die Frage, ob er sein Investment in Form von Mitgliedsbeiträgen und Ähnlichem nicht auch liquidieren können soll durch Abtretung auf einem Sekundärmarkt. Ich habe schon mehrfach Abfindungen erwähnt. Abfindungen tauchen im Gesetz an verschiedenen Stellen auf. Angefangen mit dem BGB. Wenn ein Gesellschafter aus einer GbR ausscheidet, muss er dasjenige bekommen, was er bei der Auseinandersetzung erhalten würde. Das heißt, es wird geguckt, wenn wir jetzt liquidieren würden, wie viel würde er bekommen? Steht 738 und das Gesetz sagt noch freundlicherweise, man kann das im Wege der Schätzung ermitteln. Wir haben weiterhin Abfindungen im Aktienrecht, zum Beispiel in 305, wo drin steht, Sie haben bei Abschluss eines Gewinnabführungs- oder Beherrschungsvertrages Anspruch darauf, gegen Abfindung aus der AG auszutreten. Das heißt, die AG muss ihre Aktien erwerben. Wir haben weiterhin solche Regelungen im Umwandlungsgesetz. Wenn eine Gesellschaft ihre Rechtsform ändert durch Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel, müssen ebenfalls die Möglichkeit gegeben werden, die Anteile gegen eine angemessene Barabfindung abzugeben. Und last but not least haben wir auch eine Regelung im Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz. Wenn jemand 30% an einer börsennotierten Gesellschaft erwirbt, dann muss er ein Angebot machen auf Erwerb der restlichen 70%. Er muss also sagen, ich will 100% erwerben. Und es ist sogar der Preis gesetzlich vorgesehen. Er muss sich nicht am Wert der Gesellschaft orientieren, sondern an einem durchschnittlichen Börsenkurs über eine bestimmte Periode. Was haben diese Regelungen nun gemeinsam? Nun, es gibt da die Überlegung, dass man zunächst mal den Leuten einen Ersatz für den Verkauf bieten will. Wenn Sie aus einer AG eine GmbH machen, konnten Sie vorher leicht die Aktien vertaufen, jetzt brauchen Sie einen Notar und da soll den Leuten eine Alternative geboten werden zum Verkauf, indem ihnen die Aktien zu einem bestimmten Mindestpreis abgenommen werden. Dann gibt es die zweite Gestaltung, wenn ich jemanden gegen seinen Willen hinausdränge, und zwar entweder indem ich es beschließe oder indem ich psychischen Druck auf ihn ausübe, soll er zumindest das, was er reingesteckt hat, wieder rauskriegen können, und zwar einschließlich des damit erzielten Gewinnes. Das heißt, er soll so gestellt werden, wie er stehen würde, wenn die anderen fair gewesen wären. Und last but not least geht es auch um den Schutz der Gläubiger der Gesellschafter. Was meine ich damit? Stellen Sie sich vor, Sie haben Schulden
und sind Gesellschafter einer GbR. Dann soll Ihr Gläubiger hingehen dürfen, die GbR kündigen und dann Ihren Anteil am GbR-Vermögen zu seinen Verpflichtungen, seiner Schulden verwenden dürfen. Wenn man sie ohne Abfindung rausschmeißen dürfte, würde man immer diejenigen mit den Privatschulden rauswerfen und so das Gesellschaftsvermögen immer größer werden lassen auf Kosten Ihrer Privatgläubiger. Das heißt, die Abfindung schützt nicht nur Sie, sondern sie schützt auch die Privatgläubiger. So, jetzt kennen wir den Sinn der Abfindung. Warum sind diese Abfindungen trotzdem rechtsökonomisch problematisch? Ganz einfach wegen zwei Fragen. Die erste Frage ist, wer zahlt diese Abfindung? Denn wenn die Gesellschaft zahlen muss, kann es sein, dass sie danach gar nicht mehr handlungsfähig ist und damit hat man dann einen Doppeltverlust. Der Gesellschafter ist raus und die Gesellschaft ist auch tot. Das ist dann irgendwie nicht sehr zielführend. Und die zweite Frage ist, wie hoch ist denn diese Abfindung? Und wenn die Kosten zur Ermittlung der angemessenen Abfindung höher sind als der Gewinn, wenn die Abfindung ausgezahlt wird, ist das ökonomisch offensichtlich auch nicht effizient. Und wenn man dafür Sachverständige beauftragt und Gerichte beschäftigen, sind auch die Kosten für die Sachverständigen und Gerichte einzurechnen in den Aufwand zur Ermittlung der Abfindung. Und deshalb befassen wir uns nächste Woche mit der Frage, wann darf bzw. soll man die Abfindung im Vertrag oder im Gesetz ausschließen? Und wann darf bzw. soll man die Abfindung durch einen Pauschalbetrag fixieren können, sodass man die Ermittlungskosten zumindest vermeiden kann? Das machen wir nächste Woche. Jetzt können Sie erstmal sich freuen, weil die Veranstaltung zu Ende ist. Vielen Dank.